Der tägliche Straßenverkehr in Dresden. Fortwährend laut, mal anschwellend, mal abschwellend, aber immer anstrengend. Gerade für diejenigen, die hier leben. Und das sind viele. Dr. Janneke Westermann vom Umweltamt Dresden kennt diese Problematik. Sie ist nicht neu. Mit ihrem Team hat sie die letzten Jahre eine Lärmkarte für die Stadt erstellt. Einige der lautesten Straßen sind bereits bekannt. Also Bereiche, in denen es in Dresden besonders laut ist, das sind die Königsbrücker Straße zum Beispiel, die Schäferstraße in der Friedrichstadt und aber auch die Nürnberger Straße. Dort gibt es zum einen eine hohe Lärmemission und aber auch viele Betroffene gleichzeitig. Was diese drei Straßen angeht, werden bereits verschiedene Maßnahmen wie ein Tempolimit geprüft, um den Lärm dauerhaft zu reduzieren. Doch die Stadt hat mehr als nur drei Straßen mit viel Lärm und deshalb hat das Umweltamt jetzt eine Online-Umfrage ins Netz gestellt, an der jeder Dresdner und jede Dresdnerin teilnehmen kann. Es gibt einfach im Internet einen Link, den man aufrufen kann. Den können Sie ja wahrscheinlich dann einblenden. Auf diesem Link finden Sie dann eine kurze Umfrage. Also die sollte sehr unkompliziert und auch in wenigen Minuten zu beantworten sein. Und da können Sie einfach Ihre subjektive Wahrnehmung der Lärmsituation für uns hinterlegen, sodass wir das dann in der weiteren Planung auch berücksichtigen können. Die Umfrage ist gut gestaltet und wirklich einfach gehalten. Persönliche Daten werden keine erhoben und die Macher hoffen auf viele Teilnehmer. Denn nur mit ausreichend Daten lassen sich dann auch konkrete Maßnahmen umsetzen. Eine ganz wirksame Maßnahme zum Schutz vor Lärm sind zum Beispiel Tempo 30 Straßenabschnitte und zum Beispiel aber auch einfach eine Sanierung der Fahrbahnoberfläche. Wenn da Kopfsteinpflaster zum Beispiel ist, dann kann man durch einen Asphalt da schon dazu beitragen, dass weniger Lärm emittiert wird. Also, je mehr Menschen bei der Umfrage mitmachen, umso besser. Denn Lärm ist Schmutz und macht krank. Und genau dagegen soll in den kommenden Jahren in Dresden eine Menge getan werden.